Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Nadia Blum. Ich bin Ihre oder eure Deutschlehrerin. Wollen wir uns bekannt machen? Ich bin Karina. Ich wohne in Kaliningrad. Nein, 5. Klasse. 5. Klasse, sehr gut. Dankeschön, Karina. Ich bin Nastja. Ich wohne in Belgrad. Ich gehe zu 5. Klasse. Ich gehe in die 1. Klasse. Klasse, danke, prima, gut, sehr gut. Elise, und du? Ich heiße Elise. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Arina. Ich wohne in Russisch. In Russland, nochmal, in Russland. In Russland. Ich gehe in 6. Klasse. Sehr gut. Hallo. Hallo, wo bist du? Wie heißt du? Ich heiße Denis. Denis. Ich wohne in Frankreich, in 6. Klasse. Guck mal, heute ist Idas der erste Schultag. Сегодня ее первый день. Und das ist eine Schule. 1, 2, 3. Gut. Ja, schau, das ist Ida. Ida geht in die Schule. Auf den Baum. Ja. Heute ist Idas erster Schultag. In der Wintersteinschule. Die neue zu sein war doof. Die neue zu sein war doof. Ida Heute tief Luft und marschierte die Treppe hinauf ins Klassenzimmer. Ich schaff das. Bestimmt sind die anderen nett zu mir. Nett? Von wegen alles, Ida. Das Klassenzimmer betrat, rief ein blondes Mädchen. Tante Elfriede. Да, наша Карина, конечно, обидится, может, Ида тоже. Давай другую страничку. И тут ты читаешь дальше. Салон Эльфриде. Салон Эльфриде. Heißt der ihrer Eltern. Ah. Und die ganze Klasse schien sich darüber lustig. Zum Glück kam dieselben Moment die Lehrerin herein. Die Klasse verstummte. Ida suchte sich einen Platz. Einer war frei. Frei. Es war der Platz neben Benny. Ida packte seine Sachen für die erste Mathe-Stunde. Stunde aus. Aha, Mathe-Sachen. Mathe ist interessant. Kannst du bitte helfen? Mathe-Stunde. Richtig, Mathe-Heft. Vielleicht auch Lineal? Nastja, Lineal? Das Lineal. Ja. Klasse. Sehr gut. Äppchen. Da. Okay, danke schön. Rein. Rief die Lehrerin erfreut. Die Tür ging auf und herein kam ein Mann mit einem Hut. Auf seiner Schulter saß ein Vogel. Gestatten, Morrison, sagte er mit tiefer Stimme. Und das ist Pinky, die Elster. Gestatten, Morrison, sagte er mit tiefer Stimme. Und das ist Pinky, die Älteste. Gestatten, Morrison, sagte er mit tiefer Stimme.
Und das ist Pinky, die Älteste. Ich bin der Inhaber der magischen Zuhandlung. Wollt ihr wissen, warum ich hier bin? Ich schenke euch magische Tiere. Magische Tiere können sprechen. Erzählte die Lehrerin weiter. Ihre Augen funkelten. Ja. Und eine oder eine von euch wird bald so ein sprechendes Tier bekommen. Die Klasse staunte. Erst erhaltet ihr ein eine Nachricht. Eine Nachricht. Dann findet die Übergabe statt. War mit ihren Gedanken schon woanders. Wie mein magisches Tier aussehen könnte. Zwei Ohren. Aha. Ну, ко мне утром и говорила. А, окей. Хуру-хуру. Хуру-хуру. Ich krieg den besten Freund, den ihr euch vorstellen könnt. Der Mann nickte eifrig. Ida hörte gebannt zu. Einen Freund kann ich gut brauchen. Einen Freund kann ich gut brauchen. Sehr gut sogar. Nach der Schule stand Ida zu Hause. In der Küche, als sie eine Nachricht auf ihrem Handy erhält. Ja. Wäre mir da wohl schreit? Fragte sie sich. Hallo? Ida. Ida. Tolle, вот Schule, Tier, Pinke, Ida или Nachrichten? Nachrichten. Morgen in der. Morgen in der Schule bekommst. Молодцы. Du ein magisches Tier. Viele Grüße. Mir Morrison und Pinky. Morrison. Wow! Super! Super! Ich bekomme ein sprechendes Tier. Yeah. Ida freute sich sehr. Einen Freund fürs Leben. Lieb. Bald werde ich mir allein sein. Am nächsten Morgen machte sich Ida auf dem Weg zur Schule. Sie war schon ganz aufgeregt. Zum Glück verging der Tag schnell. Ida packte ihre Sachen für den Sachkunden. Sachkunde, Stunde, aus. Sachkunde. Атлас, давайте попробуем. О, а Мэпхен надо? Мэпхен, yeah. Давайте Мэпхен, как она там будет рисовать? О, Zurletzte Stunde. Клопфте? Zurletzte Stunde клопфте es an der Klassenzimmer Tür. Вот. Na du, wer kann das wohl sein? Fragte sich die Lehrerin. Ah, der Inhaber der magischen Zuhandlung ist da. Willkommen! Begrüßte ihn die Lehrerin. Welt habe ich ihn. Fürs Leben. Mr. Morrison sprach Ida an. Ja? Hier ist dein magisches Tier. Katze. Das Krokodil. Bär. Krokodil. Löwe. Maus. Kase. Rabat. Der Fuchs. Hallo, Rebat. Hauchte Ida. Der Fuchs sprang in Idas Arme. Zu Hause angekommen, stapfte Ida aufgeregt mit Rabat in die Wohnung. Rabats Magen kurze. Hast du Hunger? Du etwas? Hier hat
Was? Sagte Rabatt. Sehe die Lebensmittel, die... Okay. Lecker, lecker. Ich möchte ein Ei. Da sind Kekse. Siehst du? Gut. Rabatt schaute sich um. Hübsches Haus. Hübsches. Hübsches, это красивый домик. Hier gefällt es mir. Ich meinte Ida. Mir kommt es fremd vor. Ich wohne noch nicht lange hier. Jetzt bin ich ja da. Sagte der Fuchs. Bald wirst du dich... Dich wollen fühlen. Versprochen. Вам понравилась история про еду, ребята? Я. Я? Sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Dankeschön. Tschüss. Auf Wiedersehen.